Dunwall verändert sich schnell. Vor 6 Monaten gingen in Draper's Ward noch die Reichen und Wohlhabenden ein und aus, um gesehen zu werden. Die Seuche hat das Viertel dahingerafft. Und jetzt kämpfen 2 Banden um die verfaulenden Überreste. Die Hutmacher und Lizzys Bande, die Toten Aale. Lizzie Stride war der Boss der Toten Aale, bis Edgar Wakefield sie um ihren Platz betrogen hat. Und um ihr Boot. So etwas passiert in Dunwall jeden Tag. Ich verurteile ihn nicht. Ich habe schon Schlimmeres getan. Aber ich brauche das Boot. Edgar Wakefield und ich haben was zu klären. So, was sagt dann? 785 Münzen. Hätte mal Munition, gell? Die Blitzmine, jawohl. Geht immer. Die Narkomine. Oder braune Granaten. Versteckte Rune. Und die versunkene Kiste. Scheiß auf die. Ich brauche nur Granaten. Oder Kabelwerkzeug. Ja gut, hau's dir doch. Die Nähfabrik wurde per Wasserrad betrieben, bevor der Kanal ausgetrocknet ist. Seit kurzem läuft sie wieder. Und was die Hutmacher auch dafür getan haben, die Toten Aale sind ziemlich sauer. Sie bekriegen sich. Die Toten Aale und die Hutmacher. Hey, da sind die. Wir sind seit 8 Jahren hier. Wir werden nicht gehen. Wann kommt der Alte endlich raus und kämpft? Wir haben was für euch genäht, kleine Aale. Was ist los? Habt ihr zu viel zu nähen? Kriegt zurück in den Fluss. Ihr seid keine echte Bande. Nur ein paar Dreckspinner. Gute Meinung. Kommt und kämpft. Oder müsst ihr euch erst ein paar Kleider nähen? So, die bringen sie gegenseitig um. Praktisch. Du bist kein Kämpfer. Dann brauche ich gerade einen Retterbremmer. Alter, die Toten alle. Gefährliche Brüder. Komm mal jemand hierher. Treffen sie mit den Rotten, Jö. Du bist schon mal fertig. Alter, wo brauchen wir? Ja, Mann. Schluss damit, der Blödsinn. Okay, Leute, jetzt muss ich zum Flussufer. Und holt mir die Rune. Wo gibt es sonst noch? Scheinbar nix, ja gut. Mach ich mit Hummel. So, da sind die Hutmacher. Und immer ein Blitzer. Die sollte doch gehen nicht hinter. Du sag mal, wo möchtest du? Zu vermieten. E-Bruchbude. Na Freunde, wo steht noch? Gibt der Fahrer Bier? Schon, oder? Da kommt die Rotzeiter her. Oder lässt eure Mami euch nicht? Ihr lasst euch jetzt von Trimble rumkommandieren, oder? Ein Pfleger. Ihr hängt an seinen Zitzen. So, guck mal. Die schreiten dauernd. Diese Ratten kriechen überall herum. Aha. Jeder Person, wo jemand gibt, was. Ach, Mann.
Mann. Wenn der da rumhängt. Ich weiß nicht weiter. Dachte, das Ding aus dem Fluss zu ziehen, wäre der schwere Teil. Aber wie soll ich's aufkriegen? Mit einem Hammer? Was? Schau's dir doch an. Meinst du, der hier ist ein Hammer? Sprengstoff. Klar. Der Würgestaub. Brego nicht. Dann können wir teilen. Und wenn die alle auftauchen, dann... Es muss gehen. Was da drin sein könnte. Weißt du, was lustig wäre? Wenn er nicht verschlossen ist. Was? Klar ist er verschlossen. Sieh doch. Du willst sagen, du hast es nicht mal probiert? Wofür hältst du mich? Verblödet? Pass auf. Die hätten einen Tresor, gell? Aber wir müssen zwangsweise da, oder? Damit die zur Rune kommen. Hallo Kuppe! Au! Die dumme Sau, schön! Komm schon wieder! Weil ich komm doch nicht! Ja gut! Durch den Hut durchgemugelt! Im wahrsten Sinne! Hat das einer mitgekriegt? Nicht, oder? In der Nachbarschaft ist keiner daheim. Und für den Tresorbereich eine Key. Wie man halt. Ja gut. Meistens gibt es eh gerade auch den Klump. Die Ochsenrauschblüte. Aha. Wie etwas Alchemie, was sagt denn? So, zwei Perlen. Und selbstverständlich die Rune. Eine Warnung, oder Polten. Bin ja gerade auf die Rune scharf. Und da bauen wir jetzt den Blick in nichts aus, werde ich sagen. Die zweite Stufen. Wo bist du? Was sagt er? Sucht er mich? Der Hals da ist. Aha, da ist er. Der Suchhund. Treffschüssen. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Warum bin ich gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Schau du aus. Der Schwarzmarkthandel. Weil jedenfalls der Tresor dazu ist. Der Jerome. Bin ich noch gesund? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Er hat den Key, oder wie? Tommy. All diese Ratten kriechen überall herum. Jawohl, seht das. Oh, seht das, wie ich gesagt hab. Latter Klump. Ja, bei der Jerome. Komm gleich. 3 Meter ein bisschen ab. Und dann diskutieren wir. Willkommen beim Gebrauchtwarenmarkt in Draper's Ward. Auch von vielen Schwarzmarkt genannt. Sie sind Dowd, richtig? Ich kenne Ihr Gesicht von den Plakaten. Ich schweige natürlich wie ein Grab, versprochen. Es wäre mir eine Ehre, Sie als Kunden zu wissen. Was bieten Sie an? Das Beste aus Draper's Ward. Schauen Sie mal. Das beste Draper's Ward. Ja, dann nehme ich heute noch. Brauche ich irgendwas. Bleibt ein Kabelwerkzeug.
Oder zwei. Mehr oder nicht, wo die brauchen kann. Nein, Mann, Münze mag ich um. All diese Ratten kriechen überall herum. Wer liegt da rum? Weiß nicht, schluft ihr? Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Wobei der da hinten? Er lebt noch ein bisschen. Die halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Rune. Aha, das ist ja. Da drum irgendwo. Die Deppen sind. Ja, dann die einfach an mir vorbeigelaufen. So, wer das? Die Schneiderei. Das ist immer hier Schneider. Wo in die Rune. Wobei, jetzt rauf hinaus. Die unverschämte Sau. Eine Nachricht von Lady Boyle. Ja, da ist. Noch gesund. Alle anderen werden von der Geld brauche ich und Runen. Von den Nachrichten. Ohne Brotzeit, selbstverständlich. Herr Schneider, mit die plaudern? Was war's denn? Wissen Sie, wer sind Sie? Gehören Sie zu ihr? Zu ihr? Delilah, gehören Sie zu ihr? Nein, bestimmt nicht. Sie tragen keine Rosen. Was weißt du über Delilah? Ich war früher Schneider für die Caldwins. Ich hab sie bewundert. Besonders die junge, kluge Emily. Sie war so entzückend. Haben Sie die Kaiserin je getroffen? Sie war etwas Besonderes. Und ich hatte die Ehre, sie zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Ich hatte eine Haarlocke von der kleinen Emily. Ein Andenken der Familie, nachdem meine Hände zu steif und ich zu alt und unbeholfen für die Schneiderei war. Sie bedeutete mir so viel. Und Delilah? Sie besuchte mich hier. Was für eine große Überraschung, sie erwachsen zu sehen. So ernsthaft. Wussten Sie, dass sie Jessamines Spielkameradin war? Vor ihrer Zeit als Kaiserin, als sie beide klein waren. Zuerst glaubte ich an einen Besuch in Freundschaft, aber dann wurde es beängstigend. Was ist passiert? Sie ließ Dinge aus den Schatten auftauchen. Sie waren lang und griffen nach mir. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Ich klinge verrückt, oder? Vielleicht bin ich's. Sie hat mich erst ausgefragt und dann in eine Ecke gesetzt wie ein Altkleidersack. Ich konnte mich 3 Nächte lang nicht bewegen, während sie diese grausigen Zeichen an die Wand gemalt hat. Dann hat sie meinen einzigen Schatz mitgenommen. Die Locke meiner kleinen, süßen Emily. Oh, Emily, wo bist du? Verflucht sei dieser Corvo. Und verflucht sei Delilah. Die Locke. Und? Will die wiederfinden, oder wie? Der Blutdurst. Wie schaut denn aus? Bei denen aus? Wo mal? Ja, Jemnigo. Der Künstler. Mit seinen Grisseleien. Ja, gut, hast du da. Ich glaub, der ist nicht ganz dicht. Wir wollten ja zum Flussufer. So, da gibt es noch eine Heilung. Hier
Hier schleicht noch einer rum. Oh, immer noch. Gut. Klar, wir müssen tun, was nötig ist. Aber Wakefield. Herr Mr. Wakefield, ihr wollt schon auf mich.